Hallo ihr Lieben, heute geht's um eine Pflanze, die Artischocke. Wir haben davon zwei in unserem Garten angepflanzt, weil es edle Gewächse sind für Gesundheit und für die Kunstgeschichte. Das werden wir uns jetzt gleich in der Stadt nochmal anschauen, was das für Fulda bedeutet, diese Pflanze. Dieses Jahr hat man im Schlosspark Artischocken angebaut, denn sie passen ganz gut zur Orangerie. Oben auf dem Dach sind sie nämlich wiederzufinden. Sie sollten zeigen, dass in diesem Haus der Orangerie Zitronen, Olivenbäumchen, Orangenbäumchen, alle möglichen exotischen Gewächse dort gelagert werden während des Winters. Im Sommer kamen sie heraus, um in diesem prunkvollen Saal große Feste unter den Fürstäbten zu feiern. Die Artischocke ist eine distelartige, kräftige Kulturpflanze. In der griechischen Mythologie verliebte sich Zeus in die attraktive Nymphe Cinara, die ihn jedoch abwies. Daraufhin verwandelte Zeus sie in eine Artischocke. An die Nymphe erinnert noch heute ihr wissenschaftlicher Name: Cinara carduncula. Die Artischocke ist als besondere Delikatesse bekannt, oftmals gerne verwandelt in Antipasti. Gesundheitlich sagt man ihr appetitanregende, verdauungsfördernde Wirkung nach und sie soll auch den Cholesterinspiegel senken. Ach, und noch so vieles mehr. Ich besuche heute noch eines der letzten Artischocken im Park. Bald ist vorbei und die Rabatten werden neu von den StadtgärtnerInnen bestellt. Ich lasse mir jetzt noch hier eine Artischocke gut schmecken und grüße Tobi aus dem schönen Fulda.